Fragt die Profs. Ihr fragt, wir antworten. Ja, prima, dann weiter geht's. Ach, Nummer 1. Die 1. MLE fragt, wann und womit hat ein Studi dich mal richtig beeindruckt? In Klammern positiv / negativ. Man soll ja mit dem Positiven immer anfangen. Ja, okay. Also, wir haben vor ein paar Jahren mal so ein schönes Industrieprojekt gemacht. Das waren aber auch mehrere Studis, das war jetzt nicht einer oder eine. Da ging es um so eine Firma im lebensmittelverarbeitenden Bereich und die hatten das Problem, die hatten so eine riesengroße gekühlte Halle und da fuhren dann auf so Förderbändern immer die Lebensmittel rum. Und oben sammelte sich das Kondenswasser und da haben sich dann Keime gebildet und das tropft natürlich und das verseucht dann das Essen und dann haben sie Produktionsausfälle. Und da haben wir für die einen Saugroboter für die Decke entwickelt, der an der Decke langfährt und das Kondenswasser wegwischt. Über 2 Semester. Und das hat am Ende funktioniert. Also am Anfang war ich echt skeptisch und dann haben die erst den an der Wand fahren lassen, das ging schon mal, dann hing der an der Decke und fuhr da so autonom rum und hat eben dieses Wasser abgesammelt. Und das fand ich echt spitze. Also da waren echt alle beeindruckt und das hat mich wirklich, wirklich umgehauen, dass das so gut geklappt hat. Und das waren 5 oder 4 Studis, das haben die echt gut gemacht. Die 9. Anna Welkova fragt, soll deiner Meinung nach das Unisystem verändert bzw. verbessert werden und wenn ja, in welche Richtung? Wir hatten uns im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten. Ne? Also das ist ja immer das tägliche Leid, was müsste eigentlich alles besser laufen an der Hochschule. Da gibt es bestimmt das eine oder andere, die eine oder andere Baustelle und ganz sicherlich, ich sag mal, bräuchte die Hochschule mehr Geld für die Supporting-Strukturen. Also das ringsherum Personalwesen, also das ganze Einstellungsprozedere und solche Prozesse einfach schneller laufen. Ne? Wir haben Forschungsprojekte, die starten. Ich könnte Leute einstellen, aber dann dauert das Wochen, zum Teil Monate, bis die Leute wirklich da sind. Das nicht, weil die Leute, die wir hätten, schlecht sind, sondern weil es einfach so wenige sind, die vollkommen überlastet sind. Und ja. Aktuell wir auch tatsächlich da wenig Leute finden und der Markt leergefegt ist. Aber genau, also in all diesen Supporting-Strukturen, dass wir uns wirklich auf die Arbeit konzentrieren können, die, für die wir hier sind eigentlich und uns nicht so sehr um diese Dinge kümmern. Absolut, müssen. Absolut. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich darf mal wieder. Dann los geht's. Nummer 10. Die 10. Emilia Love Science fragt, wie viele Abschlussarbeiten betreut man pro Semester? Das ist total unterschiedlich. Also sowohl pro Semester als auch pro Professor oder Professorin. Also es gibt Kollegen, die betreuen 10 Arbeiten pro Semester, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten. Es gibt auch andere, die betreuen eine. Mhm. Das kommt echt darauf an, welche Fächer man hat. Also wenn man jetzt so wirklich so eine total beliebte Fachrichtung besetzt mit seinen Vorlesungen, hat man viele. Andere, die sind vielleicht eher so in Randfächern unterwegs, die haben dann weniger. Wenn ich es über einen Kamm scheren muss, würde ich sagen, pro Semester... Lass uns das persönlich machen. Statt wie viel Mann betreut, wie viel betreust du im Semester? Ja, okay. Also bei mir sind es nicht so viele tatsächlich, ja. Weil ich im Maschinenbau Professor bin, aber eigentlich gar kein Maschinenbauer bin. Mhm. Ich lese Fächer wie Elektrotechnik und Programmieren, also für Maschinenbauerinnen, Maschinenbauer. Das wollen die manchmal nicht so gerne, aber sie müssen es. Und ich habe deswegen, ich glaube, dass es deswegen unter anderem ist, in der Regel so 2 Abschlussarbeiten pro Semester. Okay. So roundabout. Mal also. Eine, mal 3, so um den Dreh. Also es ist nicht so viel, es gibt Kollegen, die haben viel mehr. Du hast bestimmt vermuten mehr oder so bei euch, ne? Deutlich genau. Mehr, ja. Ja, genau. Also es ist echt extrem unterschiedlich. Okidoki. Die 22 für mich. Alles klar. Der User oder die Userin Vintage Duigula fragt, welche Arbeit in deinem Job macht weniger Spaß und welche am meisten? Also weniger Spaß ist schnell gesagt, das Thema Klausuren und Klausuren korrigieren. Das ist natürlich total drösch, langwierig. Jo. Das macht wirklich wenig Spaß. Ich glaube, den Studierten auch nicht. Ja, ich mache einfach gerne kreative Sachen. Ja. Also neue Formate wie dieses hier auszuprobieren und zu gucken, was passiert. Und natürlich auch die inhaltlichen Arbeit an spannenden Forschungsprojekten, wo man wirklich den Eindruck hat, hey, hier können wir tatsächlich einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das macht natürlich auch Spaß. Ja, absolut.
Das sehe ich genauso. Und es ist ja auch nicht so, dass man in Klausuren noch einen Beitrag zum Studienfortkommen irgendwie schafft. Ja? Also bis, wenn die Studierenden in die Klausur kommen, ist der Lernprozess abgeschlossen. Man erreicht dann nichts mehr. Genau, und da hat keiner Lust drauf. Formales Abarbeiten. Genau, so ist es. Wenn ihr Fragen habt an Professoren, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir antworten offen und ehrlich.